So, ihr Lieben, herzlich willkommen bei Jens von Minga Gaming. Heute mein Test zum Poker Club für die PlayStation 5. Ich habe diesen Key vor einigen Wochen von meinem Partner GameNews.de bekommen und möchte euch das Spiel in einem kleinen Test mal ein wenig näher bringen. Vor einigen Wochen gab es auch ein Angespielt-Video dazu, das möchte ich euch nochmal verlinken, könnt ihr auch mal reinschauen. Und jetzt habe ich mir durch einige Pokerrunden und natürlich auch ein bisschen belesen im Internet, was das Spiel alles so beinhaltet, ein ganz gutes Bild machen können. Vorab, ich bin überhaupt kein Poker-Experte und mir macht Pokern mit diesem Spiel Spaß. Das soll schon mal so ein kleiner Appetizer sein, denn ich finde, hier haben wir eine echt gelungene Simulation dieses beliebten Glücksspiels, dieses beliebten Kartenspiels. Aber jetzt mal zu den Inhalten. Zuerst findet ihr hier seht ihr zum Beispiel einen Karrieremodus, der auch sehr schön ist. Da werden wir nachher mal ein bisschen Gameplay zeigen. Dann habt ihr hier die ganze Clubgeschichte sozusagen. Also ihr könnt hier einen Club gründen. Einen Club suchen. Ich bin mittlerweile einem Club beigetreten und das bedeutet immer, dass ihr natürlich dann tägliche Login-Boni bekommt und hier und da auch noch ein paar Extras. Macht also aus meiner Sicht für Leute, die das Spiel gerne mal öfter spielen, durchaus Sinn hier im Prinzip einem Club beizutreten, weil man dann gemeinsam hier auch, ja, ich sag jetzt mal, leveln kann. Hier könnt ihr diverse Sachen anpassen, von eurem Charakter bis über die Steine, wie die aussehen sollen und so weiter und so fort. Eigentlich eine ganz schöne Sache. In erster Linie ist das Spiel natürlich an alle Leute gerichtet, die was mit Online-Games für Poker anfangen können. Also da bietet das Spiel wahnsinnig viel. Ihr habt im Prinzip sehr, sehr viele Möglichkeiten, Poker auf unterschiedlichste Art und Weise zu erstellen. Es gibt sehr, sehr viele Match-Varianten. Ich möchte ehrlicherweise auf diesen Punkt gar nicht weiter eingehen. Es gibt Turbo-Runden mit diversen Regeln. Es gibt normale Runden. Es gibt Runden, wo ihr eine ganze Menge an Geld setzen könnt, wo ihr relativ viel Startkapital, sag ich mal, mitbringen müsst und so weiter und so fort. Es gibt auch eine Runde, glaube ich, mit 200 Spielern in Turnierform. Also da ist, glaube ich, für Pokerfans eine ganze Menge geboten. Ich sage euch auch, warum ich auf diesen Punkt an sich gar nicht näher eingehe, weil egal wie diese Match-Varianten sind mit ihren Parametern, ich kann damit inhaltlich, weil ich einfach ein Poker-Laie bin, relativ wenig anfangen. Ihr sollt einfach nur mitnehmen, wer sich mit Poker auskennt, wird hier sehr, sehr viele gute, unterschiedliche Match-Varianten finden und dürfte damit auf jeden Fall gut bedient sein, definitiv. Wie gesagt, hier habt ihr auch Poker-ABC, also ein Tutorial, ein Poker-Training für die Leute wie ich auch, die sich damit gar nicht so gut auskennen. Und hier habt ihr dann auch diverse Einstellungsmöglichkeiten, Gameplay und Audio. Also ihr seht es hier schon, sieht schick aus. Gibt es übrigens für PC, PlayStation 4 und 5, Xbox auch für die Current- und Next-Gen-Varianten. Und für die Konsolen-Varianten ist dieses Spiel mit kostenlosen Upgrade auf jeden Fall erschienen. Was ich auch sehr nice finde. Das Spiel ist übrigens im November letzten Jahres erschienen und erfreut sich auf jeden Fall, soweit ich das ein bisschen im Netz verfolgen konnte und nachlesen konnte, als ich mich über dieses Spiel informiert habe, wohl einer recht großen Beliebtheit in der Pokerszene, wenn ich das mal so sagen darf. So, ich möchte euch aber letzten Endes auch noch ein bisschen was an Gameplay zeigen. Wie gesagt, hier habt ihr die unterschiedlichsten Varianten, Turnier, individuelle Tische mit Regeln. Ich kann es euch mal hier so ein bisschen zeigen, dass ihr hier euch die eine richtige Ahnung vom Poker haben. Also ihr könnt jetzt hier so viele Sachen. Hier seht ihr es zum Beispiel Turbo, Super Turbo, Spielmodi. Ich glaube, da ist für jeden auf jeden Fall was dabei. Da müsst ihr, da könnt ihr definitiv mal reinschauen. Eigentlich eine schöne Sache. Was ich euch aber gerne mal zeigen möchte, während ihr hier eben sogar noch ein paar Online-Tische gesehen habt, denen man hätte beitreten können. Was für mich natürlich Kern des Spiels ist, ist dieser wunderbare Karrieremodus, ja. Guckt mal hier, diese drei Turniere habe ich beispielsweise schon gespielt. Da seht ihr dann auch immer drei Sterne sozusagen. Das sind individuelle Herausforderungen, für die ihr noch extra Punkte in diesem entsprechenden Turnier bekommt. Und wie gesagt, mir hat das richtig Spaß gemacht. Ich habe die drei ersten Turniere hier schon absolviert. Habe mich sogar gut geschlagen als relativer Poker-Laie, muss ich gestehen. Also habe das ganz gut gestaltet. Und dann könnt ihr hier im Prinzip diesen nächsten Block an Turnieren freischalten und dann nehmen wir einfach mal irgendeins, was irgendwie
ganz nett aussieht, dann nehmen wir mal den ganz klassischen Pokertisch, denke ich mal. Das ist der hier. Hier seht ihr das. Das sind die Bedingungen dieses Turniers. Und dann, jawohl, steigen wir mal ein. Wie gesagt, ich werde euch natürlich jetzt hier nicht das ganze Turnier zeigen oder dieses ganze... Ja genau, im Prinzip, mir geht eigentlich jetzt bloß darum, dass ihr hier mal so ein bisschen seht, wie das auch von der Optik ist. Das nutzt also die Unreal Engine, hat auf der PlayStation 5 4K und 60 Bilder pro Sekunde. Schon sehr ordentlich. Und wie ihr hier sehen könnt, sieht das echt sehr fetzig aus, muss ich wirklich sagen. Wir sind natürlich jetzt hier in eine Runde reingejoint, sozusagen. Ich mache dann ab der nächsten Runde mit und wir können die anderen hier natürlich noch beobachten. Sehr, sehr unterschiedliche Charaktere im Übrigen auch. Ist immer wieder cool. Ihr seht also jetzt hier nicht immer irgendwie drei oder vier Standardcharaktere, sondern ihr habt eigentlich ständig neue Mitspieler. Das ist natürlich jetzt grundsätzlich fürs Spiel nicht relevant, aber ist natürlich sehr abwechslungsreich. Hier sitzen wir zum Beispiel bei dem Turnier in einem Boxring, auch sehr nice, und da gibt es also auch sehr, sehr interessante Rahmenbedingungen. Und was macht ihr eigentlich mit eurem Spielerfortschritt? Ihr könnt eure Klamotten ändern, ihr könnt gewisse Accessoires auch ändern, ihr könnt zum Beispiel die Pokerchips im Aussehen individuell anpassen und euch immer wieder auch von eurem Fortschritt solche Dinge dann entsprechend in einem Shop sozusagen freischalten und kaufen. Ich muss ganz ehrlich sagen, und wie gesagt, ich habe es ja schon anklingen lassen, wir gucken jetzt natürlich, dass wir noch ein, zwei Runden hier mal spielen, dass ihr das auch mal seht, wie das dann live ausschaut. Ich kann jetzt hier auch mal mit dem Air-Stick dann selber mich umschauen. Da hat der Kollege jetzt also mit einem Paar diese Runde gewonnen. Und jetzt können wir hier aktiv einsteigen in die nächste Runde. Und das machen wir natürlich auch. Und wie gesagt, dieses Spiel setzt in erster Linie auf Spieler, die online mit anderen, natürlich gerne auch mit Freunden, aber ansonsten in der Online-Welt unterwegs sind. Sein möchten. Wie gesagt, ich sage das als Pokerlaie, mir hat das Spiel tatsächlich Spaß gemacht und nicht wenig. Habt ihr schon gesehen, dass ich auch drei Turniere gespielt habe, hab davor ein paar Matches so gespielt und ich habe mittlerweile in den letzten Tagen echt Spaß dann gefunden, auch mal zwei, drei Partien einfach nur Poker zu spielen, ja. Und während wir diesen Kollegen jetzt hier noch ein bisschen zuschauen. Wie gesagt, das ist jetzt so gameplaymäßig auch die Optik. Sieht das natürlich schon sehr, sehr schick aus. Also ich finde, sie bieten hier sehr abwechslungsreiches Poker. Definitiv. Und ich glaube, an der Stelle schon sagen zu können, für jeden Pokerfan, das Spiel sollte wirklich für euch einen Blick wert sein. So, jetzt steige ich also mal mit ein. Mit R2 können wir uns mal die Karten anschauen. Die sind natürlich erst einmal Schrott. Aus meiner persönlichen Sicht als Pokerlaie. Daher schiebe ich auch. Und dann schauen wir mal, was dann die ersten Karten bringen, die hier dann entsprechend vom Kartengeber auch dann nachher auf den Tisch kommen. So, hier könnt ihr im Prinzip immer mit dem Air-Stick die anderen Leute beobachten. Sehr, sehr schön, muss ich sagen. Grafisch ist natürlich bei diesem Spiel eigentlich, das ist eigentlich gar nicht so mega wichtig, aber macht natürlich auch Spaß, wenn das hier auch umso schöner und realitätsgetreu gestaltet ist. Und ich werde jetzt hier einfach nur aus Prinzip mal mitgehen. Ich würde normalerweise mit diesen Karten sofort passen, weil ich sag mal, maximal ein Paar vielleicht hier. Und jetzt gucken wir mal. Oh, jetzt habe ich sogar ein Paar. Zwei Vieren, ja, das ist okay. Also wie gesagt, ich würde jetzt aus Prinzip nur mal mit pokern und die Runde natürlich jetzt hier Dinge setzen, die ich sonst nicht setzen würde.
damit ihr das einfach mal seht, wie das Ganze dann aussieht. Also kann an der Stelle auf jeden Fall schon mal ein positives Fazit ziehen für Leute, die sich für Poker interessiert, die sich interessieren und die das auch gerne mal als Videospiel spielen möchten, würde ich einfach mal sagen, auf jeden Fall einen Blick wert, definitiv. So, jetzt gucken wir uns das hier mal ein bisschen an. 20 mitgehen, na klar, mit meinem tollen Blatt und einem Paar sowieso. Ich meine, jetzt musst du ja davon ausgehen, dass mindestens ja einer ein höheres Paar hat. So wäre meine Pokerlogik. Eine 6, eine Dame oder einen Buben hat mit Sicherheit irgendjemand auf der Hand. Das behaupte ich jetzt einfach mal. Vielleicht hat sogar einer zwei Paar. Ja, jetzt gucken wir mal, was noch dazu kommt. Das ist eine 8. Und jetzt geht's dann langsam ans Eingemachte. Der Kollege setzt hier nochmal und pokert im wahrsten Sinne des Wortes. Wie gesagt, ich gehe jetzt hier aus Prinzip mit. Ich wäre mit meinen Karten wahrscheinlich schon viel früher ausgestiegen. Ich hätte wahrscheinlich die Runde gar nicht mitgespielt. Aber schauen wir mal, ne? Poker ist ja immer auch ein Glücksspiel, ja. Selbst jemand, der die beschissensten Karten hat, kann ja auch blöffen. Und das ist ja gerade auch der Reiz an diesem Spiel. Und wie gesagt, ja, ein Viererpaar. Es wird garantiert jemand ein höheres Paar haben. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Vielleicht hat sogar jemand zwei Paar. Muss man mal schauen. So, der geht raus. Der hätte also ein Achterpaar gehabt. Ich habe wohl auch verloren, wie es aussieht. Klar, jetzt wurden also alle mal reingematcht. Aber seht ihr, ne? Also der hat ein Achterpaar gehabt. Ich habe ein Viererpaar gehabt. Das war jetzt gar nicht so deutliche Niederlage in Gänsefüßchen. Und wie gesagt, so funktioniert das Spiel. So sieht das dann im Gameplay live für euch aus. Sollten einfach nur mal ein paar Eindrücke sein. Ich möchte gerne an der Stelle sagen, liebe Pokerfans, ihr dürft definitiv einen Blick riskieren. Macht auf jeden Fall Spaß, wenn ihr vielleicht sogar noch Freunde habt, die das Spiel auch haben oder sich kaufen, kann ich mir das schon vorstellen. In solchen Zeiten, wo man ja nicht immer seinen ganzen Freundeskreis heutzutage um die Ecke aus Jobgründen hat und so weiter und so fort, glaube ich, auch eine schöne Möglichkeit, sich mal entspannt zu verabreden. Ich gebe dem Spiel, obwohl ich Pokerlaie bin, eine sehr, sehr ordentliche 8 von 10. Mir gefällt's, bietet wahnsinnig viel, kostet auch nicht viel. Ich meine, die PlayStation 4 und 5 Versionen schlagen jeweils mit 25 € zu Buche und wenn ihr euch die PS4-Version kauft, habt ihr auch das kostenlose Upgrade für die PlayStation 5 später mit drinne, so ihr die dann noch nicht haben solltet. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Ausflug in Poker Club für die PlayStation 5 gefallen. Damit würde ich meinen Test dann auch gerne beenden wollen und wir haben hier ein 10er-Paar. Ich schaue, dass ich hier die anderen noch abzocke und bedanke mich fürs Reinschalten. Wünsche euch weiterhin noch eine gute Zeit auf unserem Kanal. Bis zum nächsten Mal. Lasst doch gerne einen Daumen da, lasst gerne ein kostenloses Abo da und natürlich auch einen netten Kommentar. Und wie gesagt, riskiert mal einen Blick, macht wirklich Spaß. Dankeschön fürs Reinschalten. Ciao und Servus. Euer Jens von Minga Gaming.